Hallo und herzlich willkommen bei The Hunter 2014. Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, die letzte Folge, die ich gemacht habe, liegt glaube ich schon 2 Monate her. 2 Monate? Oder übertreibe ich jetzt? Aber auf jeden Fall über einen Monat. Auf jeden Fall ist das schon länger her. Jo, wir starten jetzt in. Wie heißt denn nochmal die Karte? White Hot Eastland war das, glaube ich, hier. Das ist nicht unter M irgendwo angezeigt. Karte. Warum steht das hier nicht? Stand das hier nicht sonst immer? Aber ich glaube, es ist White Hart Eastland. Also hier, ne? Linke Seite. So, ja, hier laufen. Was läuft denn überhaupt hier rum? Was kreucht und fleucht hier rum? Schwarzwedelhirsch, Weißwedelhirsch und die Waipitis. So. Schönes Inventar. Was haben wir denn hier noch ausgerüstet? Caller, Caller müssen wir noch einstellen. Elk, ey, nein, Elche gibt's hier nicht. Red Deer, Rothirsch gibt's hier auch nicht. Schweine gibt's hier auch nicht. Den nehmen wir mal mit. Den brauchen wir auch nicht hier. Können wir eigentlich. Ach, den können wir eigentlich auch in der Tasche lassen hier, ne? Munition, ich kann noch mal ein bisschen mehr mitnehmen. Ammo, Ammo, Ammo. Schrot haben wir auch genug. Ach, Waipiti, Waipiti. Wo ist der Waipiti-Caller? Mose-Call, da ist er doch. Da, wie krieg ich den jetzt da rein? Komm. Muss man denn nicht da reinziehen? Oh, es kommt, wenn man ein Spiel nicht länger spielt, dann weiß man gar nicht mehr, wie das funktioniert. Ah, so war das hier. Komm. Elk? Nee, ich hab so einen verkehrten jetzt in der Hand, oder was? Mooskoller? Moment mal. So, hier ist der Elchcaller oder was? Was ist das denn hier? Okay. Ich muss echt mal wieder öfter The Hunter spielen. Lol. Jetzt habe ich den richtigen. Okay. So. Ein bisschen. Was war das? C. Ein bisschen laufen. Kleines Stückchen vorlaufen, bis wir das Lager verlassen haben. So, da ist schon erster Call. Schwarzwedelhirsch, weiblich. Aber wir wollen ja nur die männlichen haben. Ich glaube, nebenbei läuft da noch ein Wettbewerb von den Weißwedelhirsch. Ich glaube, den schwersten männlichen Schießen. Also vom Score her. Aber die Weißwedelhirsche sind hier ein bisschen seltener. Immer zwischendurch auch mal callen. Vielleicht antworten die dann auch. Männlicher können dann auch antworten. Nee, nee, den weiblichen. Ich hätte gern schön männlichen.
Oh, schön, dass ich auch mal wieder zu Hunter Let's Plays mache. Ich glaube, angefangen, also mein allererstes Video von Let's Play machen, das war ja doch zu Hunter. Da war ich noch sowas von nervös, mittlerweile geht das. Ich bin nicht mehr ganz so ein Frischling. Bin zwar immer noch neue Let's Player, aber. Man redet doch ein bisschen anders mit der Zeit und. Man ist nicht mehr so nervös. Da haben wir eine Spur, aber ich glaube von einem weiblichen. Da kommt's. Und das Weibliche, es kommt. Oder? Da vorne ist sie. Weiblich. Das sind schon hübsche Tiere, ne? Ich finde es total schade zum Schießen, aber die weiblichen ja sowieso nicht, wenn denn nur die männlichen. Aber die männlichen, wenn man die sieht, sind auch so schön. Aber, im Real Life ist es ja nicht anders. Da werden sie ja geschossen wegen ihr schönen Fleisch, schön zum Yam-Yam machen und naja, wie die Menschen halt so sind, ne? Naja. So. Mal weiter Richtung Türmchen, also Hochsitz. Ah, hat sie uns noch gesehen. Ja, um nebenbei mal Werbung zu machen, wir haben auch schön. Also, ich habe mit dem dicken Bär einen schönen Minecraft-Server haben wir am Laufen. Wir suchen immer noch aktive Spieler bzw. Bürger. Schaut doch mal unter die Videobeschreibung. Habe ich den Link mit reingestellt. Von unserer Seite vom Server. Schaut doch mal am besten vorbei. So. Ach, wir können ja jetzt wieder callen. Echt, momentan habe ich voll Laune, wieder Sander zu spielen. Lange nicht gespielt, da auch viel zu tun gehabt. Im Real Life natürlich und unser Minecraft-Server, der aufgebaut war. Boah. Wir haben zu zweit da dran gebaut, also ich und der dicke Bär. Boah, über 2 Monate alles alleine gemacht. So ein Server frisst auch viel, viel, viel Zeit. So, wo sind die ganzen Hirsche hin hier?
zu sehen, ne? Keiner da. Wo haben die sich denn alle versteckt? Wasser vielleicht was? Auch nichts los. Das ist ja echt komisch. Oh, gehen wir mal ein Stückchen weiter. Oh, ist da noch was? Oder? Nun, Schmetterling. Na, ah, nicht laufen, bist du verrückt. Mal gern jetzt was vor die Flinte hier. Ich wollte eigentlich schon eine Osterzeit zu Hunter spielen, da gab es ja so ein Event, ich glaube wieder mit Eier suchen oder so. Aber bin ich auch nicht wirklich zugekommen. Naja, und nun ist das ja vorbei. Leider. So, gehen wir ein bisschen mal hier hoch, den Hügel. Oder gehen. Ah, oh, ne, doch mal Richtung nächsten Ansitz. Oder Hochsitz. Wie auch immer das Ding heißt. Aber ist echt nicht viel los heute. Ist jetzt eben nur das eine weibliche da. Ne. Ich denke mal, ich sehe was, ey, aber. Ich will auch nicht so viel blabbern, dann höre ich nachher hier kein Tier, wenn das hier lang läuft, wenn ich so laut hier rumblabber. Geht das vielleicht? Und nebenbei
Location callen. Sehen, ob einer antwortet, in der Nähe ist. Wäre ein schöner Tannenbaum für Weihnachten hier. Genau die richtige Größe. Ich denke schon wieder an Weihnachten. Erstmal kommt der Sommer, ey. Ja, ja. Azkaban, Azkaban. Mann, Mann, wo bist du schon wieder mit deinem Kopf und deinen Gedanken? Nee, 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 nee. So, ihr Herrsche, wo seid ihr? Jetzt schön dicken, großen, fetten Schwarzwedelherrsch, komm mal ran hier. Kann doch nicht sein. Die liegen noch alle in den Ecken rum, die haben noch alle Bauchschmerzen von den Eiern. Also so viel Eier gegessen über Ostern. Schon bald hier 20 Minuten unterwegs. Noch kein Abschuss. Aber so kann das manchmal sein. Manchmal hast du nach 2-3 Minuten, wenn du auf Karte bist, einloggst, schon 2-3 Abschüsse gehabt. Manchmal dauert 20 Minuten oder noch länger, bevor du einen allerersten Abschuss bekommst. Nix los, nix los, nix los. Gehen wir nochmal quer rüber übers Feld. Ja, ich gehe gleich wieder langsamer. Wir ja nichts verjagen, auch wenn es länger dauert, wenn wir schleichen. Aber sicher ist sicher. Wo sind sie alle? Wo haben sie sich alle versteckt?